Letzte Woche hatte ich ein interessantes Gespräch mit einem Profisportler. Wenn man sich jetzt den wesentlichen Unterschied anschaut zwischen Kommando, Spezialeinheit und Profisportler, dann ist wahrscheinlich der Knackpunkt, dass der Profisportler Publikum hat, ja? Er hat um sich herum Leute, die ihn bejubeln. Der andere Profi, der stille Profi in der Spezialeinheit, der hat keinen um sich herum, der hat kein öffentliches Prestige etc. Da muss man aber dazu sagen, dass der Elite-Mann oder der Mann in einer Spezialeinheit definitiv den Stolz in sich trägt. Und da muss jeder für sich entscheiden und wissen, was ist denn wichtiger, was ist denn stärker? Der innere Stolz in mir drin, den ich in mir verborgen trage, oder das Außen herum, was die Profisportler haben, was um einen herum schwirrt. Also in meinen Augen ist dieser verborgene, innere, intrinsische Stolz deutlich intensiver und deutlich stärker.